Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixelmon Let's Play. Ja, der Pixelmon Pack. Genau, also, jo, die Mods von diesem Modpack sind da. Die Mods müsst ihr halt noch zusätzlich einfügen. Es gibt eben ein paar Mods, die ich noch habe. Chisel and Beats, Custom NPC, so Sachen. Und ja, ich spiele auf der 1.16.5, vor allem wegen, sag schon, was habe ich gesagt, Custom NPC und so Sachen, weil ich habe nämlich ziemlich viel vor mit lebendiger Welt und so. Und deshalb mache ich ab jetzt auch immer wieder ein bisschen Livestreams. Jetzt habe ich gerade nochmals ein bisschen gemeint alleine. Das ist jetzt nicht so spannend, aber im Livestream werde ich heute Abend dann noch ein bisschen in einen Stollen gehen. Der ist irgendwo hier, nicht in der W1, in der anderen Seite. Also auf jeden Fall hier Stollen. Also hinter der Mine. Und hier, ja, tun wir noch ein bisschen erkunden und dann auch, ich habe einen Bronzel, heißt es, glaube ich. Ja, ich glaube, es ist Bronzel. Gefunden auf Level 41, aber ich konnte es nicht fangen. Also ich habe ein paar weniger Fluchtplot und Hyperbälle. Aber gut, es ging nicht. Es brach immer aus. Aber es war ein riesengroßes Bronzel. Nein, nicht Bronzel. Es war nicht Bronzel. Bronzel war daneben. Nein, warte. Ich schaue gleich mal nach. Bronzel ist ein anderes Pokémon. Ja, es ist ein anderes Pokémon, aber sieht ähnlich aus. Ah, ich weiß, die Endentwicklung Metan. Wie heißt das Pokémon, das Vorentwicklung ist? Tanhail. Ja, Tanhail. Gut, also ich bin nicht mehr im Bede. Ich kenne nicht mal mehr die Pokémon-Namen richtig. Gut, also. Wir sind dran. Einfach mal irgendwo Schönes. Jo, okay. Einen Zaubertisch zu machen, aber wir müssen noch die Level haben. So. Wir haben Level 29 leider nicht mehr erreicht. Ich hatte nicht mehr Zeit dazwischen. Und genau. Ich muss es nur richtig anordnen. Ohne Probleme. Also ohne Gras dazwischen. So. So ist Level 50. Level 30. Ja. Okay. So, bin ich noch ein bisschen im Biele. Gut, und ich habe hier noch ein paar, ja, Kisten. Genau. Fässer, meine Güte. Hingestellt. Und es sind ein bisschen zu wenig Pokémon wieder. Also sie spawnen nicht so gut, weil sie ein bisschen zu weit auseinander spawnen. Also ich mache einfach mal wieder ein bisschen dann wieder umstellen im Livestream oder so, vor dem Livestream. Und ja, hier oben haben wir leider noch einen Block. Gut, wir waren bei der Zypresse, genau. So, wir nehmen jetzt mal noch eine Zypresse mit. Oder nein, ich mache das dann im Livestream. Es gibt hier zwei neue Biome. Ich habe ja gesagt, das ist ungefähr das gleiche Biom. Aber hier unten ist der Regenbogen-Eukalyptuswald. Eukalyptus. Eukalyptenlaub steht einfach. Und Mahagoni. Und dann ist noch wieder Ahorn und hier haben wir noch Indigo, Jacaranda, Holz. Genau, und hier haben wir übrigens Regenbogen, was ist auch? Okay, ist doch das gleiche Biom. Ja. Ist egal, wo wir das herholen. Ich denke, hier bauen wir eher, hier holen wir es nicht her. Wir gehen aber hier zu diesem Wald am besten jetzt schon mal. Ich will die Farbe sehen. Eine schöne lila Farbe. Ja, ich habe einen riesen... Ja, das brauche ich jetzt. Ich habe einen riesen Esel-Pokémon. Wie heißt es schon wieder? IA. Genau, das IA. So. Mach mal IA. Pampuli heißt es. Sehr gut. Ich will das haben. Ja, ich muss nur kurz ein Pokémon haben, das nicht Tanhail besiegt hat. So. Mit dem Flottball geht es flotter. Sehr schön. Jo, danke immer noch für die tollen Aufrufe, für die Zeit, die ihr mir wertet, für die Videos anzuschauen. Es macht euch Spaß scheinbar. Das freut mich. In den Livestreams dürft ihr auch kommen. Ich kann mit euch ein bisschen reden, es ein bisschen lustiger noch machen, wenn ihr ein bisschen
Kommentare schreibt und so. Natürlich werde ich auch manchmal dann Leute einladen, wenn sie wollen, in ein Gespräch bei meinem Discord-Server oder so. DS3, da kann ich auch machen. Und ja, einfach die Freude immer wieder haben. Wieso ist hier ein Pokémon? Ah, das ist noch vom vorher, vom letzten Part, genau. Schön. Also eben, ich mag es einfach momentan mega sozial zu sein. Jo, ich möchte es einfach mit euch teilen, so ein bisschen es noch spaßiger zu haben. Kann natürlich auch ein bisschen weniger spaßig sein, je nachdem sozial zu sein, aber irgendwie geht es mir gut. Außer, dass ich eben so ein, zwei Hater hatte, ist halt manchmal. Die hören relativ schnell hoffentlich einfach wieder auf, weil sie es halt einfach verstehen lernen, dass Hate eigentlich gar nichts bringt, nur jemand einfach zu schlechten Gedanken bringt kurz. Keine Ahnung, wieso man hatet, wenn man halt einfach Aufmerksamkeit braucht. Jo, ist halt so, also es ist jetzt nicht so schlimm, wenn man hatet, aber ist irgendwie doof. Und ja, man redet halt einfach ein bisschen drüber. Man sollte eigentlich die Leute, die Böses machen, einfach ein bisschen mehr, ja, schikanieren. Dann geht's auch weg. Dann wird das geheilt. Ja, das ist so. Ihr müsst zu den Bösen, die euch böse machen, also nicht unbewusst böse machen, das ist ja schlimm, aber wenn man danach böse ist, sondern hat einfach ein bisschen zurückgeben, die Sachen. Man gibt doch die Sachen einfach den Leuten zurück, die sie machen. Wenn jemand nett ist, seid ihr auch nett. Das ist die beste Einstellung, die ihr haben kann. Und sonst dürft ihr auch gerne eine Abstellung machen. Das heißt Abstellung, kurz Knöpfchen drücken bei euch. So, natürlich nichts Böses. Ich will euch nicht zu Selbstmord zwingen. Das will ich nicht. Nee, es geht den Menschen halt nicht immer gut, das ist so. Aber trotzdem, es kommt viel zu oft vor, dass Leute toxisch werden. Und das ist halt schon krankhaft dann. Dann ist man krank. Dann muss man geheilt werden von Dr. Drago. Dr. Med Drago Basler. Mit seinem Spaß, den er immer wieder haben kann und hat. Gebt doch den Leuten ein bisschen mehr Spaß. Ist die beste Heilung. Was bist denn du? Ich habe das Pokémon erst gerade gefangen. Ich will es nicht schon wieder fangen. Wegen Käfer-Pokémon, wir brauchen ja Käfer-Pokémon. Wo ist jetzt dieser Wald? Ich sehe von lauter Bäumen den Jakarta-Wald nicht mehr. Da, man sieht ihn langsam. Komm, wir schlafen kurz. Ja, wieder schlafen. Ich hätte gerne 60 Minuten Nächte und Tage. Ja, 24 pro Tageszeit. Bitte. Na, ich habe mich irgendwie gedreht, da ist der Wald. So. Ja, was bist du für ein Burmi? Ja, Burmi. Also ich möchte gerne diesen Baum hier. Wieso ist der Bambus? Das sieht ein bisschen komisch aus. Sind das realistische Biome? Scheinbar ja nicht so hell. Also so lila. Naja. Gut, ich brauche mal Gerüste. Ich habe jetzt noch nicht Gerüste geholt, aber ich muss sie lernen, besser mit denen umzugehen, weil ich eigentlich immer auf die Seite dann mich baue, automatisch. Das hätten sie nicht automatisch machen sollen, sondern mit Stück, nee, mit Umschau, denke ich mal, machen sollen. Sie haben es ein bisschen falsch entwickelt. Wenn es immer noch so stimmt, dass es so ist. Ja, ich glaube, es ist immer so, immer noch so. Naja, kann man nichts machen. Laub, geh weg. Hä, habe ich den Ding nicht drin, den Fast Leaf Decay Mod. Wollte schon Tycoon sagen. habe ich auch. So, da habe ich aber ein Setzling schon mal. Gut, also.
Ja, ich suche eben streng nach Pokémon, die irgendwie Käfer, Flug, Fee oder so sind. Ich glaube, Fee haben auch Pokémon, die früh sich entwickeln. Die sollte ich auch ein bisschen konzentrierter holen und dann bauen. Oh, die sind schön. Meine Güte, ich brauche mehr von denen. Wir müssen ein bisschen züchten hier. Ja, wir züchten dann wieder ein bisschen mehr. Gut, aber haben wir noch Setzlinge? Ja, zwei reichen, denke ich. Gut. Ich muss nicht so viele fangen. Lieber ein bisschen mehr Spaß haben. Ja, ich wusste es. Gottchen, meine Güte. Ich probiere es immer falsch. Hey, das sind aber. Immer alles ständig, immer alles färben in der Vion. Macht doch die einfach neue Blöcke. Ich bin sowas von landschaftsgärtnerisch unterwegs. Ich muss immer alles richtig haben. Nicht falsch, nicht faul. Lieber Entwickler, seid doch nicht faul. Lieber Modder. Nie faul sein. Ich bin ja auch faul beim Hochstecken. So. Was haben wir denn hier noch in der Nähe? Da haben wir nochmals ein neues Biom, nochmals ein neues Biom. Das ist auch ziemlich neu, denke ich. Da haben wir eine Kürbiswüste, Kürbiswiese. Und das ist wieder ein. Das ist ein Rittersporn. Was war der andere? Was war die andere Blume? Hartriegel oder so? Nein, Azalee, genau. Okay, dann nehmen wir die mit. Sehr schön, aber wir haben nicht mehr. In der Nähe. Von diesen will ich auch noch ein bisschen mitnehmen. Von dem noch mehr. Ja, okay, wir schwimmen, also Boot machen. Wir fahren Boot, Boot. Ich möchte gerne ein schönes Boot. Ist gar nicht schön. Na gut, rustikal. Wow. Habt ihr schon auf? Okay, ein bisschen noch weiter. Ja, es geht, es geht, es geht. Ja, und hier haben wir auch das Bio. Ich finde das so cool. Ja, ich finde die Teile, die Häuschen. Ja, könnte man ein Häuschen machen. Haben aber keinen Platz. Wir könnten das in die Villa stellen als Unlicht, oder? Oder Feuer oder so. Wegen der Farbe. Irgendwie so. So einfach so ein Teil kopieren, also wieder hin platzieren, so wie es war. Einfach hinstellen. In den Garten von Unlicht. Ja, machen wir so ein Halloween-Unlicht. Oder wir machen Unlicht-Abteil, also Segment einfach anders, also größer. Irgendwie so etwas. Keine Pixelmon-Items hier. Aber Dinger brauchen wir nicht. Bambus haben wir genommen. Und ja, ich muss einen Pokéstop machen können. Und zwar. Superbälle, oder? Ja, komm, nehmen wir das hier. Ah, wir können zwei. Hä? Wieso können wir alles rausnehmen? Ist das ein besser Pokéstop? Also es geht doch mit mehreren ausnehmen. Köderball. Übertrank. Geil, was man nicht alles erfährt, wenn man es ausprobiert. So, dann haben wir hier Krokusse. Ich hab Krokusli. Ich mag Krokusli. Ich bin Krokusli-Fan. In der Schweiz hat man Krokusli. Ja. Dann müsst ihr Krokusli-Küsschen nennen. Ändert doch mal ein bisschen Deutsch. Immer schön dialektisch sprechen. Ja. Dialektvoll. Dialektvoll. So, wir haben. Oh, Eis. Wir haben Dschungel. Wir haben. Was ist das für ein Haus? Ist das ein. Nein, das ist doch kein Außerposten. Was ist das für ein Haus? Du. Und hopp. Geil!
Drago denkt an Keile. Voll keilblöd. Da, ja, es ist ein Außenposten. Aber es sieht so klein aus auf der Map. Ich wusste es. Schilfe. Ja, Schilfe muss ich mitnehmen. Ach Gottchen. Er hat einen Stock im Arsch. Gut. Das ist die Nachentwicklung von diesem Serpifeu. Nein, nicht Serpifeu. Das ist auch eine Mittelentwicklung von einem anderen. Von diesem Seerosen-Pokémon. Ein Wiederball, okay. Muss doch sein, oder? Ja, ja, es hat auch ein Blatt auf dem Kopf. Oder ist es von dem einen, das einfach die andere Version Pokémon ist, glaube ich. Also von der anderen, von der Rubin-Version ist. Und dieses Seerosen-Pokémon ist das von der Saphir-Edition. Und ich habe ja die Rubin-Edition gehabt, aber ich weiß nicht mehr, wie die vorhin. Ah, Samurzl oder so? Hm. Ihr dürft mir gerne in den Kommentaren ja, verbessern. Hä? So, es ist leider nicht viel hier drin. Die Dinge sind aber die Banner. Das sind immer noch die richtigen Banner. Die Blumen hier, hä? Die müssen wir mal holen. Und die da. Drago, der Blumen. Er gibt den Frauen immer schön Blumen, wenn er sich auskennt. Also das sind... ich muss kurz forschen. Das sind Sumpfdotterblumen. Nein, die sind gelb und haben große Blätter. Das sind Menki-Blumen. Bist du Menki? Nein, du bist Schnuthelm. Okay, kenne ich nicht. Was seid ihr? Rätsel. Ohne zu schauen, gell? Was sind das für Blumen? Sehen. Hm. Ich weiß es nicht, es ist zu verpixelt. Das sind doch einfach Sumpfblumen, komm. Also ich schau. Orchideen. What the fuck, das sind doch keine Orchideen. Drago weiß, wie Orchideen aussehen. Also, weil meine Schwester immer zu Hause hat. Also, wir haben auch Sumpfblumen. Die haben immer Ideen. Ich weiß es nicht, wieso die immer Ideen haben. Schreibt sie nicht. Du Dragonev. Wir müssen immer einen Kommentar schreiben. So. Maisplatz. Ja, hier will ich immer nur die Sachen reintun, die ich mal in meinem Livestream dann hier poste, farme. Jetzt holen wir einfach nochmal kurz den Baum, der stört mich jetzt gerade. Wo ist das Baumstamm, der fehlt? Irgendwo da oben fehlt. Genau, ganz nach oben. Oh Gott. So, damit du mich nicht störst, du blödes Laub- und Baumstammgewirr. Gewirre. Hm. Ja, also Bäume anzupflanzen ist in dem Il-Yugo-Biom-Teil-Zeugs-Mod. Nicht so cool. Ich werde jetzt zwei Mods noch einfügen. Fast Leaf Decay und dieser Baumfell-Mod. Tinkers Treefeller da, wenn es den noch gibt. Ich glaube, den gibt es nicht mehr. Aber einen ähnlichen Namen gibt es sicher noch. Das ist die andere Käfer-Pokémon-Seite. Zum Zierbunze. Zierbrunze, ja. Mich gebrunzt. Ich habe den Namen der Pokémon verbrunzt. So, also dann. Holen wir doch die Orchideen mal ein bisschen. Jetzt ist sie nicht schön, aber ja, ich will doch ein bisschen den NPCs doch etwas Schönes geben dann. Hm. Kostet ja nichts. Kostet nur ein bisschen Zeit. Die blauen sind aber schön. Die passen.
Und der Pilz brauche ich auch noch, den züchte ich dann. Voll die langweiligen Pilze. Okay, da hat sich irgendwas wieder generiert. Abgewählt. Nehmen wir noch ein paar mehr Rot mit, weil das dann schöner aussieht, wenn es weniger sind. Und dann haben wir noch andere Bäume hier? Das sind andere Bäume. Weiden! Dschungel brauche ich. Tue ich den Dschungelbaum. Sehr schön. Und dann haben wir schon mal ziemlich viel für eine Käferarena. Ja, Sumpf ist jetzt nicht unbedingt käfermäßig, aber einfach, dass wir schon mal ein paar Sachen haben. Damit wir dann. Oh, wie soll ich jetzt das fällen? Ja, eben, das geht nicht so gut. Ganz nach oben zu gelangen. So. Also irgendwie habe ich mal gesagt, der Physik-Mod ist nicht drin, der ist einfach sehr relativ klein jetzt. Dafür bleibt das so. Es resettet sich nicht immer. Aber ich weiß nicht wieso, ich habe ja nicht eine neue Version vom Physik-Mod reingetan. Wieso der Physik-Mod jetzt besser funktioniert als beim anderen Modpack-Projekt, also Pixelmon, das vorherige Projekt. Jo, dort habe ich halt immer ständig diesen Schwarzeichenwald gehabt und Fichtenwald, das ging einfach nicht gut. Und mit diesem Mod geht es eigentlich sehr, sehr gut, gell? Der funktioniert eigentlich besser mit den verschiedenen Biomen. Aber es hat keinen Sinn gemacht, dann immer ständig nur die gleichen Biome zu haben, weil ich brauche ja Blöcke, oder? Also ich muss ja die anderen Biome aber haben. Mist, sorry. Ein Missgeschick gemacht. So. Wieso muss ich jetzt hier alles? Mann, das ist so ein doofer Baum. Es ist ja gut realistisch, aber mein Gott. Mach doch den einfach kaputtbar. Also, dass er einstürzt. Ja, eben, der Fleiß der Mod ist manchmal, ja, schon auch von den Entwicklern natürlich, aber manchmal schon echt sehr kostschwierig, wenn man einfach faul ist. Leute, werdet Game Designer und fleißig. Bessere Spiele und Mods. Am besten wirklich Spiele natürlich, aber Motor gehen natürlich. Hey, wieso kann ich nicht? Ich bin gehüpft. Das ist jetzt gerade echt nervig. Oh, ich muss mich noch regenerieren. Urinieren. Hui. Also manchmal, ja, ist irgendwie das Spiel so, ah, deine Tastatur ist zu sensibel. Ich hüpfe nicht. Ich lasse dich nicht hüpfen. Sonst hätte ich wirklich Spaß an Jump'n'Runs und so. Was ist eigentlich hier unten drin? Das ist da noch nass. Genau. Deshalb geht es nicht weg hier. Das ist ein Riesenastgeteil. Schön, dass ich das auch noch gefunden habe. Hier auch. Ist das ein anderer Baum? Nein, das ist ein Riesenast. Heftigst. Hier noch. Und dann gebt mir mal bitte die Setzlinge endlich. Da glaube ich. Drei Stück, das reicht, oder? Machen wir ganz weg. Also das ist wirklich ein anderer Baum jetzt auch hier. So, das reicht. Aber. Ich will euch nicht aufhalten, liebe Zuschauer. Ich bin ganz nett und mache solche Sachen nie. Aber das war jetzt wirklich nötig, auch wenn es langweiliger war. Aber für viele Menschen ist so manches mega langweilig. Kann man einfach nicht besser machen. Das sind Spiele, da muss geholfen werden. Also die sind einfach, okay, da kann ich eigentlich holen. Ja. Die will ich aber nicht holen. Für später, wenn wir Wasser-Pokémon auch, kann ich das noch ein bisschen aufsparen. Ja, eben nach Pokémon. Was bist denn du? Aqua habe ich ja schon gesehen, aber sieht süß aus. Ja. Cool. Und eben Eisschollen-Pokémon jetzt. Ah, Seegong. Ich bin übrigens so ein Seegong und Blindfa-Fan. Weiß es nicht wieso. Weil ich die einfach mega süß finde. Aber umbaut's. Also ein Starter-Pokémon, also Blindfa und Gekabor ist natürlich einfach Bautz der Hit.
Sehr schön hier. Cool. Levelbar. Cool. Bräuchten wir noch. So. Da haben wir auch wieder auch Ideen. Also Silberkötergehäuse, EP-Bonbon. Ja. Aha. Man kann immer alles nehmen. Ja. Seit wann? Seit wann kann ich da alles rausnehmen? Also die ersten, oder habe ich einfach gleich weggedrückt? Nein, da waren sie auch schwarz. Komisch. Sind einfach bessere hier? Okay. Jetzt muss ich mit dem Boot rüber zu den Eisbergen. So. Blöde Seerosenblätter sollten eigentlich nicht kaputt gehen mit dem Boot, aber das ist dann einfach mein Griff. Okay. Wenn man so ein spitzes Boot, ein Kanu oder so, drüber fährt schon, aber nicht so ein viereckiges, ein blockiges Boot. Das ist ein bisschen doof. So, dann. Okay, ja, ich dachte auch, ich könnte so unten meinen, nach Westen. Jetzt gehe ich nach Südosten. Hier werden wir aber sicher irgendwo danach bauen wollen können. Also hier sieht es sehr schön aus. Nur eben, ich möchte so Städte bauen und halt so wirkliche. Ich möchte so wirkliche. Was ist hier drin? Hockeis. Hockeis mit Eis. Mit Speiseeis. Das ist ein Tannenwald, aber kenne ich das Biom schon? So ähnliches gibt es sicher eins ohne so hohen Berge. Also Tannen muss ich, denke ich mal, nicht mitnehmen. Die haben wir ja dort, wo das Haus ist. Aber diese Fichten möchte ich irgendwo herbekommen. Jo. Wie wird es jetzt wieder morgen schon? Cool. Dann sehen wir wieder mehr. Also hier oben ist noch etwas. Ich kann es nicht erkennen, es ist hinten dran, ob es Lava ist oder ob es... Ist ein Turm her. Okay. Ich kann nicht mehr rüber. Geht nicht mehr. Also, dann schauen wir mal auf die Map. Da ist... Oh nein! Ich habe den Mod einmal kurz gesehen in einem... Was ist das Grüne hier gewesen? In einem Modpack gesehen und ich konnte es nie lange spielen, weil das Modpack hat so mega geleckt, geruckelt. Das ist das Amboss, Boss. Anker-Pokémon, Mann. Mega geil. Aber das ist auch hochlevelt, denke ich. Das ist nämlich eine Nachentwicklung. Also ich muss mir merken, hier bin ich eigentlich schon Anker-Pokémon. Dann holen wir das, wenn wir das können, sobald wir Jo, wir machen Statusveränderungen machen können mit deinem Pokémon. Ja, ich möchte irgendwie ein Smapper oder immer wieder so ein Pudox ist es gewesen, gell? Im letzten Projekt. Oder ein Knilz, Kapilz. Ein solches Pokémon haben. Ist zwar dann wirklich nicht mehr so stark später, aber also hier machen wir Urlaub. Hier ist es genug warm. Hier ist es genug warm. Aber es sieht halt einfach wunderschön aus. Eis schon. Also das Biom, der Strand ist warm, aber gleich daneben Eis schon. Es sieht so geil aus mit den Eisscheuen. Violetter Sand. Rosa Sand. Und hellblau oder hellgrün. Au. Das ist aber... Das ist Türkis. Mahagoni. Sollen wir hier Mahagoni? Ja, so ist er. Ist nur klein, hä? Wir nehmen es hier und pflanzen einfach die Bäume dann wieder an. Jo, haben wir noch. Okay, dann haben wir die Bäume schon. Die sind wirklich mega schön. Die gibt es im Real Life auch. Die gibt es in Australien irgendwo, in einem Nationalpark gibt es die. Oder auf Papua-Neuguinea vielleicht auch. Irgendwo so. Gibt es die wirklich? Ich habe mehrere Dokumentationen dort schon gesehen.
Und weil sie gekölbt sind, sind dort auch natürlich die Koala-Bären. Jo. Richtig geil. Jo, wieder so ein Megabaum. Ich weiß, es ist ein bisschen doof. Aber wir müssen nicht komplett kaputt machen. Und dann machen wir hier irgendwie besser, oder nicht? So eine Bar hin. Wir machen die schönste Bar hier auf der Insel. Wo es ganz viel Konkurrenz gibt. Aber es ist schon ein bisschen zu viel Bäume. Also ich möchte schon gerne da noch ein paar Bäume zuerst fällen. Also unser Ziel ist es einfach hier die coole Bar zu machen. Mehr muss man nicht machen. Ein paar Strandtücher. Einfach so mit Schüssel und Bits. Und dann sind wir so schön. Ach, wie am Freitagabend in der Bar in Basel. Das war die geilste Bar mitten in der Stadt. Beim Kunstmuseum an der Wettsteinbrücke. Geil. Der Rhein, unser Rhein, unser Bächlein, unser Fluss, unser Strom, unser Ozean. Unser See, unser Meer. Es ist einfach alles unser Rhein. Der größte Rheinfall. So. Dankeschön. Ja, Köln ist ja weit, viel weiter oben. Dort ist der Rhein, glaube ich, noch ein bisschen dicker. Aber uns ist auch dick. Fett. Fett und spektakulär. Am Rheinknie. Ja, hier können wir keinen Rheinknie reinknien. Hier ist der Ozean. Wir könnten einen kleinen Bach da machen. Da unten. Also die Bar, die steht hier so auf einem Eukalyptusbaum oben. Die ist ja noch am Pflanzen. Das können wir alles. Das wäre so unser Livestream-Projekt, ja. Also hier mal sie mal nicht. Und Mahagoni muss ich eigentlich noch. Also hier haben wir sicher dann Setzlinge, dann machen wir den Mahagoni-Baum kurz noch. Ja, das ist aber ein bisschen doof von hier. Haben wir schon mal Setzlinge? Ja. Also ich möchte dich noch fällen. Es ist immer blöd, wenn man. Ich wollte nicht so viele. Ich wollte einfach nur eine Axt machen. Ist das so schwer? Ist der Lager so komisch, was er drückt? Er drückt sich manchmal aus dem Verkehr. Draco Busch. Push-ups. Ja? Immer Push-ups machen. So. Mhm. Gut, wunderbärchen. Also ich denke, heute werde ich ein bisschen Pixelmon bringen. Aber ich muss ja auch vom Server, vom Vanilla-Server ein bisschen bringen. Es ist, weiß nicht wie lange es gut ist und wann. Das müsst ihr entscheiden, wenn ihr sehen wollt. Aber ich will einfach ein bisschen bauen jetzt dann hier. Jo. Mal gucken, was mehr Sinn macht. So, also hier noch ein bisschen, was ich Mahagoni-Setzlinge bekomme. Ein paar abbauen vielleicht. Hier haben wir noch ein paar. Der größte den Bambus. So, wunderbar. Da oben noch. Ach Gottchen. Es ist so schwierig, einfach Blätter, Ding zu bekommen, Setzlinge. Und dann auch Holz. Nein, ich bin zu weit unten.
Ja, ziemlich schwierig hier, aber das muss halt gemacht werden. Das ist Arbeit. Arbeit ist doch immer schön. Arbeit, Arbeit. Ach, Warcraft 3 will ich unbedingt mal wieder spielen. Was Blizzard, so blöd. Hallo. Ist das nicht die Zecke aus den Stollen? Nein. Was ist das für ein Band? Das ist noch wieder anders laut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Stichball. Wo gibt's jetzt diese Setzlinge? Gut, hier haben wir noch ein Setz. Da haben wir noch die Stämme. Genau. Die sind die Setzlinge da. Ja, das ist aber auch noch mal so ein Eukalyptus-Setzling. Ja, das auch. Hä? Ah, da, nein. Komm schon, gib mir doch Setzlinge, Marconi-Setzlinge. Hä? Okay, hier nicht. Ich bekomme keine richtigen Setzlinge, Ebel. Doch. Ich habe schon 14, aber nicht gesehen. Gut, also dann haben wir das. Und jetzt, was blinkt? Ja. Appetit wahrscheinlich. Was ist das hier? Das ist ein Krebs. Das ist ein Mensch. Also was ist das andere? Das Pizza oder was so blinkt? Sagt. Hä? Ist das oben? Wo ist dieses Pokémon, wenn man sucht? Immer Pokémon suchen. Ey, wie geil das heißt. So, Lava hinten dran. Dort könnte eigentlich eine Bar auch gut aussehen, aber ich will sie lieber hier oben haben. So eine richtig geile Dschungelbar. Ja, sie ist irgendwo da oben. Ich will da bescheiden. Das ist eine Dame, eine Lady. Ja, gut, okay. Es ist zu weit oben. Ich gehe nicht hoch. Was ist das, Xerox? Ja, Mega Xerox. Ja, Boss, Boss, Mega Xerox. Alte Fische. Ich habe doch Angeln, oder? Ich habe doch irgendwo Angeln. Ich habe sie nicht dabei, aber ich habe Angeln. Ja, also gut. Bar. Die Bar haben wir auch. Langsam. Krebs brauche ich noch. Ich habe Platz. Die habe ich ja noch nicht so gefunden. Gut. Und Wasserglas eigentlich auch. Also ich mache die schönste Bar einfach so ein Livestream-Projekt noch. Und. Seegurken kann ich noch mitnehmen. Ja gut. Würde ich jetzt unbedingt hier sammeln, aber muss ich einfach hier platzieren. Dann. Was bist du eigentlich hier noch ein Alpi? Hä? Krabi? What the fuck heißt das? Okay. Ich finde es immer so geil, wie die spawnen und dann auch auf die Seite geschoben werden. Ja, also Menke gibt es hier auch. Krass. Schon geil. Ja, also es ist wieder überzählig. Der Part ist wieder länger, dank mir. Ich habe einfach zu viel Freude. Ich hoffe euch auch, also ihr auch. Und wir sehen einfach hier noch weiter bis in den Südosten. Und der Livestream ist ja noch dazwischen. Dankeschön fürs Zusehen. Jo. Viel Spaß weiterhin. Tschüss.